Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge unseres Let's Play Green Project. Ja, unsere Katze hilft uns, hier Ressourcen zu sammeln, indem sie diverses Getier, wie zum Beispiel die Eichhörnchen, die uns ständig hier irgendwo alles weggefressen haben, erlegt. Und ja... Wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir uns langsam so ein bisschen ausbreiten. Dazu fällen wir ganz einfach. Na, da komme ich nicht durch. Dazu fällen wir ganz einfach hier die Bäume, die jetzt schon ausgewachsen sind. Um dann eben zwei Samen zu kriegen. Okay. Kommt hier auch noch ein Baum hin. Genau. So, Huhn. Schaffst du es? Ja, frisst, alles klar. Miezekatze, komm her. Stein, den schmeißen wir mal raus. Und machen das mal so. Ja, dann müssen wir ein bisschen aufräumen. Ja, den können wir nicht nehmen, okay. Also erstmal nach Hause. Okay, das ist nur ein Käfer. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt vielleicht dann auch wegnehmen können, dieses Fass. Nee, da ist nichts weiter. Gut. Hier haben wir einen. Die können schon mal allesamt hier rein. Was? Katze, wo bist du? Was ist mit dir? So, erstmal wieder auspacken.
Das raus. Das raus. Das raus. So, dann können wir schon mal das vorbereiten. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir können das reinpacken. Ach Katze, du bist reingekommen? Das ist ja mal was ganz Neues. So, hier haben wir was, was weg kann. Die leben noch. Da kann was rein. Okay. Das hatten wir ja vorübergehend hier hinten gemacht, dass wir den Überschuss da reinpacken. Nein, da oben mussten wir was reinpacken. Das kann damit rein. Genau. Das da rein. Und das da rein. Gut. Dann können wir das... Katze, nicht meckern. Ich muss mal kurz ein bisschen aufräumen hier. So. Und wenn wir dann morgen die Kisten durchgucken... Ja. Du kannst aber nicht schon wieder Hunger haben, ne? Du bist die ganze Zeit nur am Fressen. Bitte schön. Ich habe das gefunden für dich. Hattest es wieder liegen lassen und wusstest nicht mehr, wo es hingehört, ne? Oder wo es war. Ja, ja. Goldene Kaffeebohne. Okay, die hat man dann wohl irgendwann liegen lassen. Dann würde ich sagen.
Genau. So. Und dann nehmen wir den hier weg. Schon wieder das Inventar voll. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wo ich die ganzen Teepötte hinstelle. Denn die brauchen mir zu viel Platz. Das hatte ich gepflanzt, jetzt habe ich zwei von denen. Genau. So weit, so gut und so richtig, aber... So, was wir machen können erstmal ist auch das Zeug hier alles loswerden. Na, so viel ist das ja gar nicht. Nö. Ich werde auf jeden Fall noch mal so ein Regal bauen. Das da rein. Das da rein, das da rein. So, dann haben wir da auch schon mal wieder ein bisschen Platz. So, das da rein. Das da rein, das dahin. Eins und Dreier Stack nehme ich mit. Und das kommt hier raus. Also sobald das 5 sind, werden sie wieder umgepackt. So, das kann da rein. Echten Schrank. Das ist doch der Gläserschrank. Warum gehen wir nicht einfach bei und packen da auch diese Gläser rein? Ja, weil nicht viel reinpasst. Aha.
da rein, da rein, da rein. So, die Steine können weg. Hatten wir gesagt, weil davon haben wir so viel. Dass die im Grunde nur im Wege sind. So, dann könnte ich hier hinten an der Wand im Grunde noch mal so ein Holzregal bauen. Das hier mal raus. Dann brauchen wir Bretter. Möbel. Glasregal. Ja. Fliegenschrank. Samenregal. Ein Herbarium. Was ist ein Herbarium? Würde sagen, ein Fliegenschrank wäre doch mal was anderes. 5, 2, die das brauchen wir. Das brauchen wir. Rohstoffe. Eisenbarrenhammer und Barren, genau. Barren und Hammer. Das raus, das rein, das rein und den die Zange rein. Okay, wir haben's. Das rein, das rein. Das und das da rein. Das kommt hier auch mit rein. Ja, ist müde. Okay. Ist ja auch schon spät. So, wo haben wir den Fliegenschrank? Hier. Der heißt zwar Fliegenschrank, aber wer sagt denn, dass wir das hier nicht reinpacken können? Was ich machen werde, ist das mal nach eben voll, falls es anfängt zu regnen. Schon wieder eine Sonnenbrille? Was soll ich mit den Dingern?
So, das haben wir. Okay. Das nennt sich Fliegenschrank, hat aber viel Platz. Naja, viel ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Dann wird das der Teeschrank. So, und dann bauen wir noch so ein Ding. Und das wird dann der Kaffeeschrank oder so. Aber erstmal gehen wir schlafen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.